La Voyage Merle Mariage, unsere Hochzeitsplanung. Das war die erste Folge nach unserer Hochzeit, auch wenn wir die aufgenommen haben vor unserer Hochzeit, weil wir ja heute am Tag nach der Hochzeit ausschlafen wollten. Ja, diese Rubrik endet nie. Auch nicht nach der Hochzeit. Aber wir können ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, weil wir sind nach der Hochzeit sind wir kurz vorm Urlaub. Es geht in. Also wir sitzen quasi schon heute auf gepackten Koffern. Und morgen im Flugzeug. Und morgen im Flugzeug. Und dann am Tag danach auf dem Mond. Hä? Sagt man doch immer so über die Gegend, wo wir hinfliegen. Wollen wir das schon verraten? Weiß nicht. Oh, das ist vielleicht eine gute Frage. Das ist eine gute Frage an unsere Zuhörlinge. Welche? Ich dachte, die Frage an die Zuhörlinge wäre die, ob eine Ein-Wort-Antwort auch gilt, wenn es nicht komplett ist. Haben wir auch eben gesagt. Hä, das verstehe ich nicht. Ich habe eben gesagt, wir fragen die Zuhörlinge, ob wir... Ach so, du bist es doch schon, Herr Schneefern. Ach so, ja. Was interessiert mich mein Geseier von vor 5 Minuten? Dann hättest du nämlich noch ein paar Punkte weniger. Nee, die Frage ist, welche Insel bezeichnet man auch gerne als Mondlandschaft? Wer das weiß, weiß, wo wir hinfliegen. Naja, wir werden nicht die ersten Menschen da sein, auf jeden Fall. Nee, das stimmt. Wir werden nicht die ersten sein. Eine Flagge haben wir auch nicht dabei. Brauchen wir also nichts hissen. Aber wir haben die Mikrofone dabei. Das heißt, wir können schon mal jetzt ankündigen, dass wir in der nächsten Woche vom Mond senden. Ich finde, das ist ein Mega-Teaser, so am Ende dieser Dachbodenrevue. Ja, warum nicht? Nächste Woche vom Mond. Und wollen Schießt wir uns auf den Mond. Ja, und wollen wir nächste Woche dann etwas über die Hochzeit erzählen? Als Teaser jetzt hier. Naja, wir müssen früher oder später müssen wir schon mal ein bisschen was erzählen. Fühl dich nicht genötigt. Doch, doch, doch. Du fühlst dich genötigt? Nein, wir wollen doch, ja. Doch, doch. Ich fühle mich genötigt. Wir wollen ja was erzählen. Also nächste Woche dann live. Wie gesagt, die Rubrik muss weitergehen. Live on Podcast. Wir werden jeden einzelnen Punkt dieser Hochzeit Wir machen einfach 5, 6, 7, 8 Hochzeitsfolgen und machen dann immer nur, wir erzählen nur eine Stunde jeweils. Eine Sache. In der nächsten Folge die Stunde 15 bis 16 Uhr. Nee, eine Sache nur, nicht die Zeitspanne. Das ist gut, eine Sache. Sondern eine Sache nur. Wir halten die Rubrik am Leben. Das war der Nachtisch. Sehr gut, da können wir sehr viel erzählen. Also nächste Woche eine Sache über die Hochzeit. Und ansonsten, damit ihr diese Folge nächste Woche nicht verpasst, wichtig, wichtig, wichtig. Abonnieren. Ja. Also Glocke aktivieren. Plus wegdrücken. Plus wegdrücken, bei Apple ist das, glaube ich. Apple ist Plus wegdrücken. Und bewerten, bewerten, bewerten. Ja, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall bewerten oder kommentieren. Nachrichten senden. Ihr könnt ja uns mal sagen, ob ihr es besser gelöst hättet, das Quiz, als ich. Das würde mich persönlich interessieren, aber auch nur, wenn ihr sagt, ihr wärt schlechter gewesen. Wenn ihr besser gewesen wärt als ich, möchte ich es nicht wissen, weil dann bin ich traurig. Ich bin überzeugt, dass da keiner schreiben wird. Die werden alle besser gewesen sein. Ich bin überzeugt, dass keiner schreiben wird. Finde ich auch schön. Ansonsten sehen und hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Und wie gesagt, seid gespannt, wir sind auf dem Mond. Ja, wie sagt man auf dem Mond? Petri Heil? Nee, das sagt man auf dem Wasser. Auf dem Mond, weiß ich nicht, was würde man denn auf dem Mond sagen? Immer eine Handbreit Anziehungskraft unterm Schuh. Keine Luft.